Hallo und willkommen zurück zu Pokémon. Ich schnacke nicht lange, wir gehen direkt weiter. Heute durch die Höhle und vielleicht sogar weiter. Ich möchte ganz weit heute kommen, denn die letzten Teile waren ein bisschen lame. Aber komm, das vergessen wir jetzt einfach. Da oben ist etwas, das möchte ich haben. Och, hier gibt's einen Quapsel. Oh, ja cool. Und ich krieg Pott. Nee, ich bin sauer. Letzte Folge kriegen wir einen scheiß Pottrott. Was ich überhaupt voll uncool. Und hier gibt's einen Quapsel. Quapsel ist cool. Mein Quapsel wird zu Quappo. So, auf jeden Fall schneide ich jetzt die unnötigen Kämpfe hier komplett raus. Gut, 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 gut. Was ist das eigentlich auf dem Boden? Sieht aus wie ein legendäres Pokémon. Und hier geht's runter. Geht's hier hin? Wenn du Licht hast, brauchst du keine Angst vor Höhlen haben. Wenn du stark bist, brauchst du keine Angst vor meinem Pokémon-Team haben. Ich bin stark. Ich hab Hit. Das ist der Hit. Gehweier. Geh mal weiter. Deinem Gehweier. Los, Hit. Ein guter Überwurf. Ey, super. Guck mal jemand anderes an. Da. Effektiv. Egal. Weiter. Weiter im. Mein Hit macht es schon. Da. Schöne Ohrfeige gegeben. Tada. Ude. Muss ich mir mal genauer anschauen, wo es hier eigentlich entlang geht. Ach, hier komme ich gar nicht runter. Ach, deswegen. Okay. Sehen wir, was hier alles rumläuft. Sogar ein Eis-Pokémon. Das gerade noch besiegt haben. Gegen den. Oh, Felsgrab, Felsgrab, Felsgrab. Mogelhieb. Mogelhieb ist normal. Geht zuerst. Ein Energievogel. Oh ja. Dieses Ding mal weg. Diese andere Attacke, das Problem an der anderen Attacke über Wurf. Die tut nicht so oft. Hä? Ist doof. Fucking Scarabon. Hier war gerade ein fucking Scarabon, Mann. Ein Pokémon, das ich sehr, sehr mag. Electek? Alter, das Spiel will mich doch verarschen, Mann. Ey, 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 ey. Voll uncool. Können die sowas machen? Ha. Okay. Ach, da geht's doch entlang. Okay, ich war gerade im Pokémon Center und mein Jellybaum hat versucht, Fluch zu lernen. Und mein Gary hat jetzt Schlammbombe gelernt. Heftig, heftig, heftig. Ups,
Jetzt habe ich aus den schneller gedrückt, das war keine Absicht. Lemmy. Lemmy. Und ich bin von Gary echt überzeugt. Es wird ein ganz starkes Pokémon. Aquawelle! Gary wird ein ganz starkes Pokémon. Ich hoffe, er wird nicht durch irgendwas gekillt wie wie Fluch, Fluch, ich mein ab. Mann, wie nervig. Ist auch noch paralysiert. Weitergehen. Ich gehe noch mal kurz zum Pocket Center und dann sehen wir uns den Kampf an. Mal gucken, was der hat. Du bist auf dem Weg nach Azalea City, richtig? Wollen wir mal sehen, ob du es bis dorthin schaffst. Easy. Burkhard. Aldofisch. Da kein Problem für unser Gary, denn der hat Schlammbombe. Boom. Oh yeah. Gary Level 12. Regirock. Ist das ziemlich gefährlich mit Explosionen und so ein Scheiß? Uiuiuiuiuiui. Oder? Egal, One-Shot. Oh, bitte nicht. Nein! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein! Gary! Du verdammtes Viech, mein Gary! Nein! Gary war so stark! Ich hasse es. Ich hasse es. Oh Gott. Effektiv. Fehlgeschlagen. Machen wir es noch einmal. Okay, es funktioniert nicht. Jetzt bin ich echt pissig. Mein Gary hat es einfach erwischt. Los, Maya. Kümmere dich um das Viech. Ich hab's noch gesagt. Scheiß Explosion. Dass die aber auch direkt Explosion machen, ist doch ein Witz. Zählt doch nicht. Ja, an dem Windstoß. So ein Käfer, oder? Ja. Ach Mann, jetzt hatten wir endlich mal ein starkes Pokémon und dann sowas. Na. Dieser Zubat verwirren ständig meinen Pokémon mit ihren Superschall. Das ist zum Aus der Haut fahren. Welches Zubat? Ich habe hier noch kein Zubat gesehen. Oh, Sträum. Relaxo. Relaxo normal. Relaxo müsste theoretisch, praktisch gegen Kampf geschwächt sein. Oder ja. Genauso ist es auch. Ah, Relaxo ist auch ein cooles Pokémon. Ist Mewtwo. Mewtwo ist. Aber was kann der schon? Er kann doch noch nichts. Mogelhieb. Okay, geschlagen. Ja gut, Mogelhieb kann man ruhig aussehen. Ist das jetzt Effektivkampf oder war das? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Gib ihm! Hit! Hit ihn! Effektiv. Okay.
Wir haben. Oh, scheiße. Gellibaum, du schaffst das! Mal gucken, wie viel es ausmacht. Ah. Gute Rasierblatt und. Weg mit ihm. Mann, dass ich Gary verloren habe, Mann. Ach. Verdammt. Geh nach Hause. Alte Scheiße. Auf der Suche nach Pokémon habe ich das ganze Land durchwandert. Sammelst du auch Pokémon? Dann bist du mein Rivale. Du bist mir zu schlecht, um Rivale zu sein, Nachtara. War da Kampf effektiv? Ah, verdammt. Level 11, ey. Überwurf! Oh nein, nichts an Wirbel. Nachtara ist mein Lieblings-Pokémon. Ich glaube, das ist mein absolutes Lieblings-Pokémon. Was ist er hier? Bäm, Alter. Klatsches. Noch einmal. Noch einmal. Ui. Ja, wird einen besseren Trainer haben. Nichts. Okay, wir haben es aus der Höhle geschafft. Mit einem Verlust. Route 32. Ich endlich habe ich erst durch die Höhle geschafft. Sie war viel größer als ich dachte. Bevor ich alles erkunden konnte, wurde ich müde und bin wieder nach draußen gegangen. Angelo, Angelo, ich gehe jetzt nicht ran. Nein, Apricoco SWZ, okay. Nett. Ja, damit. So Leute, wünscht mir Glück. Dann kriegen wir nochmal ein Wasser-Pokémon. Ein Shigi oder so. Tansa. Was soll ich dazu sagen? Das ist kein Pokémon, das ich mit ins Team nehme. Aber wir fangen es trotzdem mal, sicherheitshalber. Wir haben echt kein Glück, was das angeht. Ich bezweifle auch, dass ich diese Challenge schaffe. Nein, du kriegst keinen Tan. Kein Name. Ich habe den Tunnel durchquert, aber ich habe noch jede Menge Energie übrig. Ich auch, ich auch. Auf Tom. Überwurf! Keine Wirkung. Okay, okay, okay. Das ist Geist-Pokémon. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für Maya. Auf Maya!
Auch meine Maya so. Alter, du perverses Pokémon. Sonnenklinge! Kaboom! Okay, das war nix. Egal, 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 egal. Was könnten wir noch machen? Flugattacke. Ja, sich null mit Pokémon auskennt. Die ersten 150, das war noch, war noch praktisch. Konnte ich noch gut was mit anfangen. Okay, 250 ging's auch noch. Aber danach vorbei. Probieren wir mal Verfolgung. Ah. Okay. Ich finde aber, die hätten die Kämpfe ein bisschen schneller gestalten können. Mal im Ernst. Oh, Entschuldigung, da bin ich müde geworden. Dornklinge! Beide mal, ne? Toll an Zornklinge ist, irgendwann ist es einfach zu stark. Nochmal. Nein. Nein, 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 nein. Was war das denn jetzt? Maya, enttäusch mich nicht. Maya, du hast mich enttäuscht. Deswegen muss ich dich jetzt zurückrufen. Das muss jemand anderes übernehmen. Und zwar It. Ja, schlägt nur. Und jetzt. Ja, was gefasst. Gibt's einen Wurf. Die Fresse. Ja. Alles muss Hit machen, ey. 18 Wanderer Tom. Oho, scheint als hättest du. Oh, ich kann es nicht lesen. Das ging zu schnell. Bin übrigens Wanderer und gehe oft in Berge und Höhlen. Ach nee. Ihr seht doch alle gleich aus, nur dass ihr es wisst. Ja. Okay, gut. Jede Menge Infos geben. Ja, gut, okay. Wenn wir mal eine herzerwärmende Geschichte einfällt, rufe ich dich an. Oh, bitte nicht. Bisschen bloß. Was soll das werden? Weißt du denn nicht, mit wem du es hier zu tun hast? Na, mit Team Rocket natürlich. Team Rocket dürfte es eigentlich gar nicht mehr geben, sagst du? Ha, dass ich nicht lache. Team Rocket ist aktiver. Aktiver denn je. Wir haben uns zwar vor 3 Jahren vorübergehend aufgelöst, aber jetzt stecken wir mitten in unser Comeback. Der Traum unseres Oberhaupts Giovanni wird schon bald wieder wahr. Was habe ich jetzt weggedrückt? Okay. Aber das geht dich überhaupt nichts an. Lass mich einfach in Frieden. Ja, warum redest du dann darüber? Rums. Hier gibt es nichts zu sehen. Ich stehe hier Wache, weil der Brunnen eine öffentliche Gefahr darstellt. Jemand aus ja. Okay. Ach ja, ich bin nicht so gutmütig. Was du jetzt? Opa, alle Pokémon sind aus der Stadt verschwunden. Dabei dachte ich, dass man hier Pokémon-Routen kaufen kann. Kümmere euch gleich drum. Wo sind nur alle die Pokémon hin? Machen sie sich vielleicht irgendwo einen schönen Lenz? Gut. Da reden wir nicht. Das befreien wir jetzt noch. In der Stadt lebt ein Mann namens Kurt. Auf ihn ist immer Verlass. Er wird bestimmt etwas unternehmen. Zahlen wir erstmal. Dann holen wir Pokébälle. Sag mal, kennt eins deiner Pokémon vielleicht irgendwelche Geheimattacken? Pokémon, die kampfunfähig sind, sollen angeblich Kräfte freisetzen, mit denen sie Geheimattacken einsetzen können. Oh,
Ich muss Abschied nehmen. Abschied von meinem geliebten Gary. Oh Gary. Oh Gary. In der kurzen Zeit, wo du bei mir warst, haben wir einige Pokémon besiegt. Und ich bin mir sicher, es hätte noch mehr sein können. Wäre diese böse Explosion nicht gewesen. Aber in jener Nacht war diese böse Explosion. Und armer Gary ist an wie nennt man das? Auf normalen Wegen, also nicht so schnell wie im Wasser. Hinter Azalea City gelangst du in den sogenannten deinen Eichenwald. Allerdings machen es diesen dürren Bäume unmöglich, dort durchzukommen. Nur die Pokémon des Köhlers könnten sie vielleicht aus dem Weg räumen. Port? Wer bist du denn? Oh, Phantom heißt du also. Bist du hier, weil du willst, dass ich ein paar Bälle für dich herstelle? Tut mir leid, aber das muss warten. Kennst du Team Rocket? Keine Sorge, du schläfst besser, wenn nicht. Du schläfst besser, wenn nicht. Ich werde mich kurz fassen. Team Rocket missbraucht unschuldige Pokémon für ihre Schandtaten. Diese Typen sind einfach das Letzte. Sie hatten sich eigentlich vor 3 Jahren aufgelöst, aber nun, naja, genau, diese Bande schneidet jetzt Blackmon im Brunnen die Ruten ab, verdient sich damit eine goldene Nase. Ich gehe jetzt zu ihnen und erteile ihnen eine Lektion. Haltet durch, Blackmon. Der alte Kurt eilt euch zur Rettung. Wo steckt bloß mein Großvater? Ich fühle mich so allein. Ja, dein Großvater ist gerade. Ich habe nichts damit zu tun. Gib mal her. Wir werden den alten Mann jetzt mal kurz retten. Aprikoko. WSS. Ah, Pokébälle wollte ich noch sammeln. Jo. Jo. Halte mal. Falsch. In den Laden rein. Mein Hit wird es schon erledigen. Ich hätte einen Namen für ihn gehabt. Egal, Hit ist auch okay. Gib mir mal 10 Stück. Gib noch einen Premium-Ball dazu. Danke, ja, so sieht das aus. Jetzt gucken wir mal, dass in Fleckmann-Höhle endlich ein gescheites Pokémon ist. Wir einfach fangen können. 3D-Effekt hier. Nein, da! Oh, da ist ein Fleckmon. Oh, du bist es, Phantom. Die Wache oben ist sofort hat sofort das Weite gesucht, als ich sie zusammengeschrien habe. Aber ich bin in den Brunnen gefallen und habe mir die Hüfte gebrellt. Ja, und jetzt sitze ich hier fest. Verflixt, wenn ich nur verlaufen könnte, würde ich diese Typen mit meinen Pokémon zu Kleinholz verarbeiten, aber. Es nützt nichts, Phantom. Du wirst ihnen an meine Stelle zeigen müssen, was ein wahrer Trainer ist. Du stehst hier ganz normal. Der lügt doch. Der lügt. Okay, verflixt, ich habe oben Wache gehalten und da kam dieser halbwahnsinnige Opa. Urplötzlich gibt es einen Schrei und er springt einfach in den Brunnenschacht. Egal, dann reagiere ich meinen Frust eben an dir ab. Was sieht denn Fleck gar nicht? Kugellupf. Los, Hit. Armstoß. Platscher. Zu heftig. Effektiv. Wie wär's mit Mogelhieb? Fehlgeschlagen. Warum geht eigentlich immer? Gegen wen funktioniert Mogelhieb? Los, Jellybaum. Zeig, was du drauf hast.
übertreibt komplett mit. Los, Tackle. Zeig dir einen Tackle, Alter. Da. Trampelt es nieder. Schade, dass wir keinen Stampfer haben. Und jetzt? Atzfratz. Ich muss sagen. Unglaubliche Pokémon hast du. Fast so wie, wie mein Glück, was ich da fange. Aber Moment mal. Diese Höhle hat doch Wasser. Das heißt, ich darf angeln. Was ich angel, gehört mir. Oh nein, hat doch kein Wasser. Oh Craig, ich habe jetzt keine Zeit. Super Trank. Ah! Wer bist denn du? Wir sollen aufhören, den Fleckmon ihre Routen zu stehlen. Was? Sollen wir etwa einen Befehl von Lance, unseren Vorstand, ignorieren? Um das zu erreichen, musst du uns schon alle besiegen. Jeden einzelnen von uns. Schreit euch auf. Hit macht es. Ah. Probier mal mit über. Nee. Überwurf. Tja. Du hast nicht gerechnet. Ist ein Armstoß. Dieses Viech. Ey, nein. Macht er wieder so einen scheiß Drachenwut. Bam. Hit, Level 17. Quiekel. Gib ihm. Boom. Tot. One-Shotten. Ja. Effektiv. Ja, ja, mein Hit. Mein Hit ist der Hit. Ach, Süße. Warum bist du nur böse? Gut. Leute, wir haben da etwas, was uns gehört. Du gehörst uns. Das ist das Letzte, was ich tue. Schildmann, du bist dran. Oh, ich hoffe, Schildmann überlebt das. Oh. Oh, Schildmann. Ich glaube, das war's mit Schildmann. Okay. Wir haben hier ein kleines Problem. Denn Kyogre wird auf gar keinen Fall irgendwas von den anderen überleben. Für mich jetzt ein kleines Problem darstellt. Irgendeine Attacke, die es überleben könnte. Bin halt 12 Level drüber. Wir fangen es einfach so, komm. Komm her. Okay. Will nicht. Was könnte ich machen? Joke. Ich kann nichts machen, was überlebt. Ich möchte es nicht töten. Nein. Du gehörst mir. Muss Tackle versuchen.
auch noch ein Volltreffer. Tellybaum, was tust du denn? Verdammt! Was war das jetzt? Das funktioniert. Ihm. Schön, Volltreffer wieder. Ach, der überlebt es. Du bist so ein verdammtes scheiße Jellybaum. Warum hast du... Warum? Gerade macht der Scheiß... Wo ist richtig? Ach Mann, ich bin einfach nur geschockt darüber, wie passiert ist. Gut, wir können davon ausgehen, dass wir es eh nicht gefangen hätten. Ohne Masterball hätten wir es niemals gefangen. Aber trotzdem. Versuch was wert. Nicht, dass der Part wieder viel zu lang wird. Deswegen. Rüpel besiegt. Ja, ich bin stark. Eigentlich ist mein Jellybaum stark. Hey du, was willst du von mir? Bei Team Rocket fürchtet man mich als ganz besonders grausamen Trainer. Ich werde nicht zulassen, dass du uns bei unserer Arbeit in die Quere kommst. Ach, Lance. Ah, nein, nein, warum setzt er das ein? Es schmerzt immer noch. Gary. Gary, oh nein! Weg mit ihm! Ich kann da nicht hinschauen! Tu es weg! Weg, weg! Weg damit! Ah. In jeder Stadt gibt es einen Idiot, der sich uns in den Weg stellt. Ja, ich glaube, das hat er gesagt.
überlebt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wow, dir war es anscheinend ernst damit, uns aufzuhalten. Hey, auf jeden Fall. Ach, war da einiger? Juckt mich doch nicht. Jetzt aber weg mit dir. Hör doch auf mit dem Scheiß jetzt. Was? Weg. Klasse Hit. Hätte ich dich mal nicht für ein Kind gehalten und meine Nase. Ja, also, ja, stimmt, Team Rocket wurde vor 3 Jahren zerschlagen, aber wir haben unsere Arbeit still und leise im Untergrund fortgesetzt. Du kannst uns vielleicht das Leben schwer machen, aber aufhalten wirst du uns niemals. Alles, was du tun kannst, ist in Schrecken auf das zu warten, was wir weiter in Schilde führen. Jetzt verpiss dich mal. Gute Arbeit, Phantom. Die Typen von Team Rocket haben Reis ausgenommen. Meine Hüfte geht es auch wieder besser. Klar, jetzt geht es hier wieder besser. Lasst uns gehen. Hallo, Phantom. Das war wirklich eine Glanzleistung. Ich habe es vorhin schon einmal gesagt, aber vor 3 Jahren hat ein Junge namens Rot dem Team Rocket zerschlagen. Aber jetzt scheinen diese Widerlinge ein Comeback auf die Beine zu stellen. Das verheißt nichts Gutes, aber vergessen wir das. Fürs erste Mal, du gefällst mir, Phantom. Wäre mir eine Ehre für einen Trainer wie dich, Bälle anfertigen zu dürfen. Hier mehr habe ich leider gerade nicht da, aber ich hoffe, das hilft dir weiter. Bubu-Ball. Oh, wie ich sehe, hast du ein paar. Ach, schön. Ich habe eine Idee, du willst vielleicht die Telefonnummer von meinem Großvater. Okay, machen wir. Danke. Danke. Wenn du meinen Großvater mal anrufst, erzählt er dir bestimmt was über die Aprikokos. Oh, Julian, ich hab Zeit. Okay, Leute, das war's mit diesem Part. Nächstes Mal bekämpfen wir den Arena-Leiter und werden noch ein neues Pokémon fangen, links von uns. Ich glaube, da können wir auch mal fangen. Also, bis zum nächsten Mal.